Wunderbar. Wir haben uns eine Aufgabe gestellt zum Üben für die Klausur. Und zwar, gegeben ist diese Funktion 1 Drittel x minus 6 und gesucht ist die Fläche, die der Graph, das ist diese dunkelblaue Linie, mit der x- und der y-Achse bildet. Genauso ist gesucht die Länge dieses Graphen zwischen y0 und x0. Und jetzt müssen wir aber diesen Punkt und diesen irgendwie ermitteln. Bei y0 ist es leicht. y0, der ist billig. Denn der steht hier. Das ist y0. Und x0 errechnet man, ich versuche es mal so darzustellen, wenn ich hier auf der y-Achse hoch und runter gehe, dann ist hier bei der Höhe der x-Achse ist der y-Wert 0. Also ist er hier hinten auch 0. Also kann ich sagen, 0 ist gleich 1 Drittel x minus 6 und das kann man ausrechnen. Dann haben wir die wesentlichen Voraussetzungen, um die beiden Sachen auszurechnen. Ich habe es mal gemacht, das ist eigentlich billig. 0 ist gleich 1 Drittel x und so weiter. Das ist dann, naja, eine Sache des Umformens. Also hier ist dieser Wert ist 18. 18 ist x0. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, das auszurechnen. Jetzt können wir sagen, wir haben am besten, ich mache mal eine Arbeitsskizze. Die ist relativ leicht zu machen. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, weil die Koordinatenachsen rechtwinklig aufeinander stehen. Dieser Wert ist 18 Längeneinheiten, also nicht Zentimeter. Und dieser ist 6 Längeneinheiten. Das könnte ja sonst was sein. Und jetzt geht's leicht, ne? Wenn wir jetzt hier unser Arbeitsdreieck haben, ist das, die 18er-Linie ist die Grundseite. Darauf steht senkrecht die Höhe. Und a ist g mal h durch 2, das ist die übliche Formel, um da eine Fläche auszurechnen. Hier kann ich jetzt kürzen, das geht leicht. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 3, 3 mal 18 ist demzufolge 54. Und Längeneinheiten zum Quadrat, weil wir ja nicht wissen, ob es Zentimeter, Meter oder irgend sowas ist, das ist dann unsere Antwort auf die Fläche. Da hätten wir das schon mal. Also hier das. Das ist die Fläche, die gesucht ist. Da gibt es dann einen Antwortsatz und so weiter. Aber wie kommen wir jetzt hier an die rote Geschichte ran? Das heißt, wenn ich sage, L ist gleich wie? Oder ich schreibe es mal anders. Länge des Graphen berechnen. Ganz einfach. Da wir es ja wieder mit dem rechtwinkligen Dreieck zu tun haben, Püti, ne? Sagen wir hier ist L, dann sage ich L Quadrat ist gleich und dann geht es im Tippeltappel-Tourtakt weiter. 18 Längeneinheiten in Klammern zum Quadrat plus 6 Längeneinheiten in Klammern zum Quadrat. Wir quadrieren das und rechnen es aus. L Quadrat ist 1, 2, 18 mal 18 ist 324. Längeneinheiten zum Quadrat plus 36 Längeneinheiten zum Quadrat. Und dann müssen wir noch die Wurzel ziehen und dann haben wir es. Also mache ich das gleich so, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Hierüber über alles die Wurzel. Und dann kann ich das Quadrat wieder wegnehmen. Und dann kriegen wir L auch raus. Das dürfte nicht so schwer sein. Ja, jetzt haben wir das ausgerechnet. Also das wären 18,974 Längeneinheiten. Jetzt scheint das nur ein bisschen länger als diese Linie. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn ich dieses Dreieck jetzt hier so hinmale, dann ist die 6 und die 18 nicht besonders unterschiedlich. Hier müsste ich eine dreimal so lange Linie malen und dadurch merkt man, dass sich dann L dementsprechend anpasst. Also so schlimm ist es nicht, glaube ich. Machen wir noch eine Übung dazu. Gegeben ist f von x ist 6, g von x ist minus x plus 6. Gesucht ist folgendes und zwar wieder die Fläche, die diese beiden Graphen bilden, und zwar mit der x-Achse. Und alle Seiten dieses Dreiecks. So, nach der Skizze merkt man, es gibt nur die eine Möglichkeit, ne? Mit der x-Achse hier. Mit der x-Achse ist es nur hier möglich. Diese Fläche ist gesucht. Und die Seiten, die können wir dann ausrechnen. Aber jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Und zwar, das Problem besteht darin, hier, der Kreuzungspunkt. Ja, jetzt könnte man denken, 1, 2, 3, da müsste da irgendwie,
Ja, ziemlich in der Mitte müsste da sein. Kann man nie sicher sein. Was ist, wenn die hier einen kleinen anderen Anstieg haben? Schon ist es aus. Was macht man, um diesen Kreuzungspunkt zu ermitteln? Da müssen wir nochmal ran. Gleichsetzen, richtig. Ja, und dann schreibt man eben, das eine ist gleich dem anderen. Also ich sage f von x ist g von x. Also kann ich sagen, x ist genauso wie minus x plus 6. Das Auflösen dürfte nicht schwierig sein. Wo sind mehr x? Links, denn das sind Schulden-x hier. Minus x, ne? Also plus x, dann haben wir 2x auf der linken Seite und 6 auf der rechten Seite durch 2 teilen. X ist gleich 3. Das haben wir schon erwartet mit der Skizze, aber da man nie sicher sein kann, ist das so eine Sache. Wir sagen dazu xs wie Schnittpunkt. Hier ist xs. Und zwar, den Punkt kann man auch ganz genau bestimmen, indem man sagt, wenn ich den x-Wert habe, nämlich 3, dann habe ich auch den y-Wert, indem ich einfach einsetze. Wenn ich also sage, wenn xs 3 ist und ich setze das hier ein, dann passt das, dann muss es auch 3 sein. Das kann man ganz leicht errechnen. Der Punkt ist dann 3, 3. So, aber jetzt. Jetzt entsprechend Fläche und dann die Seitenlängen. Die eine, die wissen wir, die untere, und die andere, die werden wir noch hinkriegen. Jetzt ist die Frage, wie kann man die Fläche errechnen? Naja, dann am besten, wir basteln uns eine Hilfe. Und zwar, ich mache das mal grün. Ich zeichne hier die Höhe ein. Jetzt bin ich hier ein bisschen an der 3 vorbeigekommen. Ich zeichne hier die Höhe ein. Jetzt mache ich mal lieber eine Arbeitsskizze, weil das dann deutlicher wird. Dann habe ich also ein Dreieck, das sieht wie folgt aus. So, so, so. Ich muss es dann bloß noch bezeichnen. Und zwar, die Seite, die kenne ich. Die ist nämlich hier 6 lang. Ich könnte x0 noch ausrechnen, aber das ist eigentlich so leicht. x0 ist 6, das kann ich überall ablesen, das wäre nicht das Problem. Ne? Guck mal, wenn ich hier das rote x0, wenn ich hier einsetze, hier eine 6 und eine andere 6, dann ergibt sich automatisch 0, da muss man nicht lange rechnen. Also ist diese Seite 6 lang. Die Seite ist mir egal, aber ich weiß die Höhe. Die Höhe ist gleich 3. Warum? Das ist nämlich der y-Wert. Hier war ja der Punkt 3, 3. Und damit weiß ich auch, der y-Wert, wie hoch ist dieses Dreieck. Und dann kann ich wieder a ist Grundseite mal Höhe durch 2 rechnen. A ist also Grundseite 6 Längeneinheiten mal 3 Längeneinheiten. Das alles durch 2. Jetzt kann ich schon mal kürzen und siehe da, 3 mal 3 ist 9. Also 9 Längeneinheiten zum Quadrat. Hätten wir das? Ja, und wie kommen wir jetzt an die Seiten ran? Sehr schön. Wir basteln uns hier ein Arbeitsdreieck, und zwar, weil wir nie sicher sein können, ob hier oben wirklich, hier ist zwar ein rechter Winkel, aber ob hier oben wirklich einer ist, nehmen wir uns so ein Arbeitsdreieck und sagen, naja, diese Seite, sagen wir wieder L, können wir auch auf der anderen Seite L sagen. Hier sagen wir L, das Blaue. Können wir hierzu auch L sagen? Muss. Warum? Ganz genau punktsymmetrisch, also symmetrisch hier liegt die Höhe, also muss die Seite auch gleich sein, denn der rechte Winkel und der rechte Winkel, die stoßen aneinander. Ich kann hier eine Spiegelachse reinlegen. Also ist hier auch L, dann haben wir ja das ganze Ding soweit durch. Die Arbeitsskizze sieht wie folgt aus. L, hier haben wir 3 und hier haben wir lustigerweise auch, ja, wie viel? Wie viel ist diese Seite? Ne, 3, genau. Na wunderbar, der Rest ist wieder leicht. L ist gleich. Und jetzt sind wir mal ganz locker. Quadrieren wir das gleich. 9 Längeneinheiten zum Quadrat plus nochmal 9 Längeneinheiten zum Quadrat. Und das Ganze gewurzelt. Da geht das ein bisschen schneller. So, die Wurzel aus 18 bitte mal eintippen. Jetzt haben wir die Wurzel gezogen, also 18, die Wurzel muss irgendwas mit 4 sein, weil die Wurzel aus 16 ist 4. Ein bisschen mehr ist es, also 4,243 und so weiter und so fort. Ja, da hätten wir die Aufgabe auch gelöst. Dazu Fragen wieder? Machen wir mal eine Probe. Wir wissen ja, hier, oder wir ahnen, hier oben muss ja auch ein rechter Winkel sein, hier oben drin. Wenn ich mir mal so ein Arbeitsdreieck schnappe und gleich rumpelt es da hinten. So ein Arbeitsdreieck schnappe und sage, hier, ich nehme mal das. Jetzt macht mal die Probe, ob das stimmt, ob die Seitenlängen wirklich hier so sind. Wir rechnen jetzt mal mit 6 Längeneinheiten hier unten
Und wir wollen mal wissen, ob das funktioniert. Stellt mal dafür eine Formel auf. Das dürfte ein kleines Meisterstück werden. Aber könnt ihr. Jawohl, jetzt haben wir es hingekriegt. Jetzt ist das die Hypotenuse. 36 Längeneinheiten zum Quadrat werden es werden. Ist gleich. Und jetzt kommt das Verrückte dabei. L Quadrat plus L Quadrat. Wie kann ich das noch zusammenfassen? Genau, 2L Quadrat. Na, jetzt kann man den Rest wieder machen. Jetzt, ne, durch 2 teilen. Und dann die Wurzel ziehen, also ist das 18 Längeneinheiten zum Quadrat ist gleich L qua, ach was, machen wir das gleich fertig. Und dann kommen wir aufs Gleiche. 9 plus 9 ist 18 und hier das Gleiche, ne? Ist genau dasselbe, okay. Ich schließe jetzt das Video an dieser Stelle mal ab. Wir haben jetzt noch ein paar andere Übungen, zum Beispiel haben wir uns mal hier mit so einem Kram beschäftigt, aber das ist jetzt nicht der Gegenstand, also kurz. Pause und im nächsten Video geht's weiter.